Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. Wir befinden uns noch immer im mysteriösen Osten und... Boah. Und naja, wir schlagen uns da jetzt einfach so gut wie es geht durch. Cool, ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass da so Viecher hochploppen. Und irgendwie schaut das da so komisch aus. Ich muss halt irgendwie da hoch. Oh, was ist denn das? Aha. Interessant. Ich gehe mal auf die Schublade. Was passiert da jetzt? Das sind lachende Blumen. Oh. Das ist sehr komisch da. Ich schau mal, ob ich da... Warum komme ich da hoch? Es ist eigentlich voll sinnlos, oder nicht? Huah! Easy. Das sind so Schwebedinger. Achso, da werden die Dinger, die Säulen werden da sicher hochgefahren. Oh, jetzt habe ich glaube ich den Zahn verpasst. Oder uppala, Hilfe, ich komme gar nicht mehr aus. Hey. War da nicht gerade ein Zahn? Oh. Da ist nie da. Ich hole mal geschwind die Zähne. Oh, schaut mal, da ist so Babyschleim. Huch. Nee, ich brauche die Zähne. Okay, dann... Zack! Was macht das jetzt? Alle Säulen kämen hoch, Schatz. Das ist ja mal sehr interessant. Immer wenn ich jetzt runtergehe... Ah, die bleiben! Nee, bleiben nicht. Okay, gut, ich mag jetzt nochmal... Die gehen ja noch voll, voll langsam runter. Wow, hey, ganz ruhig. Ich habe mir gedacht, die kann da vielleicht hinten rein oder so. Ja. Gut, sonst ist da jetzt, denke ich mal, eh nichts, oder? Nee. Okay, gut, dann machen wir das jetzt einfach einmal. Und hauen da jetzt die Uhrwerkbombe drauf. Und lauf, Alice. Ich muss jetzt voll geschwind das da ziehen, oder wie? Was macht denn das jetzt? Geht das schon wieder runter? So, sehr knapp. Oh, das geht auch schon wieder runter. Nee, das bleibt oben, oder? Okay, geht jetzt rüber. Oh yeah. Hahaha. eine Flasche ist in die Richtung. Yes. Ja, nice. Aber da war jetzt keine Flasche, möchte ich nochmal sagen, ne? Wer ist die Flasche? Kann man da irgendwie am Kurven schauen? Oh Gott, oh, da ist nichts. Habe ich vielleicht doch was übersehen? Nee, oder? Ja, aber guckt mal, der sagt da Flasche in diese Richtung. Hilfe! Also da vielleicht... Da! Da dahinter? Ah, da ist ein Schlüsselloch. Schaut mal. Okay, gut. Alles klar, ich verstehe. Dann gehen wir da halt einfach einmal rein, ne?
Und ich stecke fest. Schaut euch das an. Ich komme da gar nicht weiter. Ah, jetzt. Das ist ja lauter Lava. Boah, jetzt hat es wieder kurz gehängt. Ich mag das nicht. Okay, dann gehen wir da jetzt durch. Boah, gerade, dass wir nicht absaufen da. Hey. Flasche! Oh, und goldene Zähne. Das schwebt. Ah, das ist ein Glühwürmchen. Das hat jetzt ganz komisch ausgeschaut. Okay. Gut, sonst gibt's da nichts mehr. Nee, gut, dann gehen wir einfach weiter. Oh. Immer nur so kleine, vereinzelte Gegner, die im Grunde eigentlich nichts drauf haben. Mann, ich kann das Ziel einfach nicht wechseln, warum auch immer. Komm schon. Vielleicht kann ich es auf den Boden da locken. Weil dann kriege ich vielleicht einmal ein bisschen Loot da nur ab. Ah, okay. Aber den Loot kriege ich. Dein Loot kriege ich. Der hat gar keinen Loot. Was soll denn das für die Verarschung? Okay, dramatische Musik, die kann jetzt bitte mal aufhören. Kann ich da rum? Da gibt's nichts. Da ist ja keiner mehr. Da ist ein schwebender Zahn da oben. Das ist sehr interessant. Raupe. Raupe und Samurai. Da oben. Kommen wir denn da rüber? Boah, die Musik macht mich gerade voll fertig. Ich hol mir jetzt mal volle Leben. Man weiß ja nicht, was passiert. Du, du, bau, bau, bi, du, bi, du, bau, bi, bu. Will! Komm schon! Komm schon! Ah, aus ist mit der Musik, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, dann hupfen wir da jetzt rüber. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Achso, ist ein Schubladen. Okay. Huah! Aha, jetzt kennen wir da wieder die Säulen. Ich habe auch mal Uhrwerkbombe drauf. Oh, sind aber nur Zähne. Ah, da ist ein Schlüsselloch. Dann holen wir vorher das Schlüsselloch noch. Gehen wir da mal rein. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Huhu! Eine Flasche. Oh, und goldene Zähnchen. Supidupi. Wir haben, glaube ich, noch immer nicht genug, um eine Waffe abzugraden. Aber da können wir jetzt mal kurz schauen. Waffe. Oh, die T-Kanone. Ob ich mich hat. Ich möchte die Warpal-Klinge aufwerten. Da brauchen wir jetzt nur ein bisschen was. So, sind denn die Stempel nur da? Na, natürlich nicht, natürlich nicht. Okay, los geht's. Geronimo, Geronimo. Zack! Wow, diese Kamera, die führen das. Die macht mich fertig oft. Wheel! Bam! Oh. Ha, so gut. So, wir ziehen
an der Kette. Irgendwie. Jetzt. Okay, cool. Tschups. Sieht man von da aus vielleicht irgendwas? Okay. Zähnchen! Was ist da am Boden? Wieder eine Uhrwerkbombe in diese Richtung. Okay. Aha, dass wir unsere Teekanone wieder mal einsetzen, oder was? Hä? Nee. Achso, ah, bin so doof. Rechte Maustaste. Schwups. Also, es war ein Schlüsselloch da unten, das haben wir eh schon. Gut, da gibt es uns nichts mehr. Dann gehen wir wieder raus. Wow, das ist sehr gefährlich. Was haben doch die da erwischt, den Zahn nicht? Okay, ich hab's geschafft. Okay, ich glaube, wir haben es erledigt, oder? Dann gehen wir einfach weiter. Ach nee, bitte nicht. Bam! Boah! Boah! Haha! Hä? Ist da nur einer? Ja, da ist nur einer. Nö, der war ja doof! Ha! Der hat nicht einmal geblockt. Das ist ein Schlüsselloch. Da gehen wir natürlich gleich rein, sonst vergieß ich es wieder. Schon wieder eine Flasche. Sonst nix. Okay. Kann ich das vielleicht zerschlagen? Nö, okay. Das ist einfach nur C. Okay, danke für den Hinweis, dass ich da lang gehen muss. Aber das hat man schon fast gedacht, liebes Spiel. Vielen lieben Dank. Für was ist denn das da? Kann ich vielleicht da hoch? Nee. Was ist denn das Rote da? Schaut irgendwie viel grausig aus. Irgendwie so wie Gedärme oder so Adern, wo dann das schwarze Zeug rausfließt oder irgendwie sowas. Mann, verwirrt's mich doch nicht mit solchen Pavillons da. Ich meine, immer da ist dann irgendwas drinnen, aber da ist halt absolut gar nichts. Und wenn dann da nichts drin ist, dann meine ich immer, ich habe was übersehen. Okay, gut, aber ich würde sagen, wir gehen einmal in dieses Gedärme-Gedöns rein und schauen, was passiert. Oh. Das war äußerst spektakulär. Man muss sagen, wir... Oh, der Älteste. Wir sind jetzt beim Ältesten. Ich grüße dich. Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Okay. Danke für den Tipp, lieber Ältester. Ah!
Komm schon, schieß! Wir haben's gleich, Leute! Hey, das ist nur ein kleines Würstel! Mist, den erwische ich von da oben nicht. Na gut, okay, es war sehr leicht, ne? Bin ja aber auch sehr feig, muss ich sagen. Und ich höre Schnauze. Oh ja, Schnauze, ich höre dich. Ah! Zurück, 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 zurück und go! Ein Picknickkorb. Ja, schön, und wie komme ich da jetzt hoch? Schweinchen, das bringt mir ja nichts. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, vielleicht komme ich da ja sowieso hoch. Okay. Zack! Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Freunde! Oh, mächtiger Falter, du Schlafende, von werden viel vielmeiliger Herren übersehen und geben sich göttlicher Wohltäter, Hüter von Froschen, schau gütlich auf Zähne, Zähne! Okay, und die dann da jetzt am Pilz beschwören, oder? Ja! Hey, Leute! Dankeschön! Wir sehen uns, ciao! Wohin? Oh, hallo! Picknickkorb! Boah! Yes! Cool! Was? Also ja gut, Picknickkorb habe ich entdeckt. Danke für den Hinweis. Ein weiterer Pilz. Was ist das? Vielleicht eine Erinnerung oder so? Oh, fliegender Verfall ist da gewesen, oder? Ja. Okay, fliegender Verfall ist eigentlich am harmlosesten, finde ich. Da oben ist er schon. Huhu. Oh, da ist ja nur einer. Komm schon, schieß! Zeig dein Babyface! Ihr habt das Gefühl, dass die immer wieder kämen. Kann das sein? Ja, okay, Gott, die kämen halt immer wieder. Dann laufe ich einfach. Nein! Oh Gott! Ich hab nicht gesehen, dass das. Dass das untergeht. Wow! Zieh! Oh Gott, ich bin unverwundbar, oder wenn ich an der Kette ziehe, bitte. Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Ja, okay, ich hab mir schon fast gedacht, dass das so ein Teil ist. Gut, wie kann denn das den schwarzen Schleim da ausschalten? Ich finde den voll uncool. Jetzt geh weg von mir! Geh weg von mir! Mann, ich wollte cool sein. Ich habe gedacht, ich schaffe das darüber. Okay, jetzt passt auf.
Kann ich auf das Schwarze da jetzt rauf, oder? Also ich weiß ja nicht! Es ist doch zach. Ich glaube, die machen zum Glück nicht so arg viel Schaden. Okay. Man muss einfach schwimmen. Das ist ein Schlüsselloch, da bin ich dann safe, oder? Ja! Oh, doch, ich bin stecken geblieben. Die Steuerung, die ist echt. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorbene. Vergessen ist eine Kunst. Vergessen ist eine Kunst. Und vielleicht sollte man nicht immer vergessen. Ja, bitte! Hallo! Ich trat durch. Mann, das ist ja voll die... Nein, ich sag jetzt nix. Ich hasse euch Babyfaces, wisst ihr das? Ja. Ich hoffe, ihr wisst das. Die Frage ist, war ich jetzt schon in dem Schlüsselloch drin? Ist mir wurscht, ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Die kommt da jetzt weg, Gott. Huch, hey! Bitte. Okay. Gut, einfach weiter hoch. Nur Pilz. Okay, das war ja ganz einfach. Hab ich jetzt eh nichts verpasst, oder? Nee. Da hat jetzt eh nur den Weg gegeben. Oh, voll daneben. Okay, cool. Ich glaube, wir kommen wieder zu so einer Rutschbahn. Rutschbahn. Aber die Grinsekatze ist da. Die Dankbaren tun dem Quell ihrer Dankbarkeit meist Gutes zu. Für manche ist Freiheit so wertvoll, dass sie mit dem Leben ihre Wege zahlen. O mächtiger Falter, o schlafender vom Berge, vielbeiniger Herr. Interesting. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ah, sehr gut. Leben auf 5. Oh, mächtiger Falter. Ich habe mir doch die betende Raupe an und kein Falter. Sehr komisch. Sehr gut. Wappelklinge. Ja. Die schaut halt immer gleich aus. Oh, ich kann die sogar nur mehr upgraden. Okay, cool. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Folgenpause. Nachdem wir uns diese Schnauze geholt haben. Okay, ja cool. Haben wir das gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode.
von Alice Madness Returns. Bis dahin. Ciao.